Ja, da sind wir wieder. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Nein, willkommen zurück bei uns hier. Und wir kämpfen uns immer noch durch den republikanischen Kreuzer oder was das ist hier. Ich habe heute Frauentausch geguckt und da war ein Kerl, der benutzte kein Klopapier. Der hat nur eine Colaflasche neben dem Pott stehen gehabt und hat sich den Arsch mit Wasser ja, du weißt schon. Ich wollte das jetzt nur mal einwerfen. Komm, wir gehen weiter. Ach nee, wir haben ja noch was vergessen, genau. Ja, wir hatten noch was. Eine Bonusquest. Letzter Teil, besiege den GXR7 Kommando-Droiden. Das hört sich so ein bisschen an wie ein Mainboard oder so. Ach, nach dem letzten, was wir hier gemacht haben. Oder Ja, was ich du mach hier das schon. gemacht Ich hast. mach das Ja, schon. ja. Gut, ich mach mal hier inzwischen ein bisschen Sightseeing-Tour. Wo ist denn hier das Spielcasino? keine Ahnung. Ach, das. Ah, der da hinten, der da rumgammelt. Ach, der da. Genau, den habe ich beim letzten Mal ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Ich auch So, nicht. Kemwahl. Angriff. Oh. Okay. Aua! Aua, 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 aua. Endlich. Hat doch geklappt. Oh, was haben wir denn da? Imperialer Transformator. So, Schildgenerator erfordert Schild. Nee, Schild tragen wir beide nicht. Imperialer Transformator. Festung Technikmaschinen. Das ist Benutzen erhöht deine Schildgenerator. Freischaltungsmenge für diese Dekoration für alle Charaktere. Was? Keine Ahnung. Einen Transformator gekriegt. So, den Schutzschild. Und zwei Dash habe ich auch bekommen. Was ist ein Dash? Irgendeine Ah ja. Zutat. So. Ich habe jetzt 10 Dash. Ich Das frage passt. ja, ich frag ja ungern, aber ich nicht weiß, wie ich das machen kann. Kannst du noch mal kurz meinen Gefährten hier so einen kleinen. Du heilst den mit Zürnen. Dann heilst du den automatisch mit. Echt? Oh ja, Tatsache. Ah, gut, wieder was gelernt. Er kriegt quasi so ein bisschen Heilung von dem, was du kriegst, kriegt er auch ab. Ah. Komm schon. Alles klar. Burn. Oh, das ging ja schnell. Ah, der kann uns nicht entkommen. Da ist noch Wir was? Da handeln. ist noch einer. Ja, da. Da. Sani. Wir handeln im Auftrag von Großmoff. Ihr könnt die Waffen weglassen. Ich werde nicht fliehen. Außerdem bezweifle ich, dass ich es zu einer Rettungskapsel schaffe, ohne meine Eingeweide zu verlieren. Ich nehme an, ihr seid der General. Großmoff Kilran schickt mich, um euch zu finden. Kilran war das? Natürlich. Nur er besitzt die Frechheit, einen Transporter zu schicken, um ein Kriegsschiff zu stoppen und dann noch erfolgreich zu sein. Ich war General im imperialen Militärdienst. Haben Sie euch das gesagt, als Sie euch hierher schickten? Wussten Sie das überhaupt? Warum hintergeht ihr das Imperium? Wenn ihr wüsstet, was ich weiß, würdet ihr verstehen. Wenn ihr hören würdet, was beide Seiten beabsichtigen, würdet auch ihr keinen neuen Krieg wollen. Sie entwickeln Waffen für den jüngsten Tag.
Schilde, die ganze Planeten umschließen. Raketen, die die Sonnen verdunkeln. Republik und Imperium wollen ganze Welten vernichten. Zivilisationen auslöschen. Es wird anders als alles, was die Galaxis seit dem großen Hyperraumkrieg gesehen hat. Und es gibt kein Zurück mehr. Der sogenannte Friede ist bereits verloren. Das wird ein gewaltiges Blutvergießen und ich werde ein Teil davon sein. Anfangs schon. Aber ihr werdet es nicht überleben. Niemand von uns wird das. Nun habt ihr mich. Mich, meinen Bauch voller Blut, mein Implantat voller Kybernetikgeheimnisse und gestohlener Pläne. Was habt ihr nun vor? Lebend bringt ihr mir nichts. So soll es sein. Wir sind ohnehin alle so gut wie tot. Basu! So wird das gemacht. Was ist mit dir los? Was ist denn mit dir los? Du hast dein Einfluss auf mich ist einfach zu willkommen groß. Auf der dunklen Seite. Nein, und das Schlimme ist, hätte ich die helle Seite gewählt, hätte ich sogar gewonnen mit den Punkten. Verdammt. Eventuell ja nicht, ich weiß es nicht. Doch, ich bereue es jetzt schon, du hattest nur 25 Punkte. Ich kapiere das System noch nicht wirklich ganz, aber gut. Okay, Backbord-Hangar. Ich hasse Bugs. So, hier dran. Verbindung sichern. Hier Protokolleinheit NR02. Wenn Sie diese Nachricht empfangen, rate ich Ihnen dringlich, so schnell wie möglich zur Black Talon zurückzukehren. Stimmt etwas nicht? Es gab einen Unfall auf der Brücke. Ihre Taktiken haben für so einige... Idioten! Die werden doch alle getötet! Oh, was ist da denn los? Können die denn nichts ohne uns, ey? Meine Fresse. Ich glaube nicht. Ich habe noch nie so viele Inkompetenz. Wir müssen sie alle töten. So viel Inkompetenz darf doch nicht sein. Wir müssen jetzt erstmal wieder zurück. Oh. Was ist das? Nö. Keine Ahnung. Ich glaube, der Kaffee ist fertig. Ja, kann sein. Tschüss. Bei unserem Glück ist das Schiff kaputt, bevor wir ankommen. Doch, nee, doch nicht. Okay. Was ist denn hier? Achso. Kannst gucken. Ja, aber leider nicht tief. Das wird der neue Swimmingpool. Ah, so. Alle so, tot. Was hier los? Willkommen zurück. Ich bin erfreut, dass Sie unversehrt sind. Ich entschuldige mich für den Zustand der Brücke. Wie ich vorhin schon berichten wollte, gab es einen Unfall. Es liegen überall Leichen. Das bezeichnest du als Unfall? Manche der Crewmitglieder waren äußerst beunruhigt durch ihr Verhalten. Fähnrich Hetter hatte Sorge, sie würden jeden töten, der Mission nicht dienlich ist. Eine Gruppe Offiziere wollte vom Schiff fliehen, bevor sie zurückkehren. Lieutenant Silas hatte Einwände und es kam zu einem Feuergefecht. Es gab viele Verluste, aber keine Sorge. Ich bin problemlos in der Lage, das Schiff zurück nach Drom und Kaas zu steuern. Du willst mir sagen, sie sind in Panik geraten und haben sich gegenseitig umgebracht? Das ist korrekt. Es war überraschend. Groß Moff Killrun erwartet sehnlichst ihren Bericht. Soll ich ihn durchstellen?
Tu das, es gibt keinen Grund zu warten. Ich öffne den Kanal. Wie gut, dass ich meine Freunde an Bord der Black Talon erreichen kann. Der Druide hat mich über eure Arbeit unterrichtet, aber ich wollte es gern von euch selbst hören. Wie verlief der Angriff? Die Brental Star wurde ausgeschaltet und der General ist tot. Zu schade, dass ihr ihn nicht lebendig zurückgebracht habt. Aber einen so großen Unterschied macht es auch nicht. Ihr könnt stolz sein. Dies ist nur eine von vielen Operationen, die wir in der ganzen Galaxis abwickeln. Ein neuer Anfang des Krieges. Der General war eine der wichtigsten Waffen, die die Republik besaß. Ein Überläufer. Ihr habt ihn aus den Händen des Feindes entrissen. Ich werde das nicht vergessen. Und ich sorge für eure Belohnung. Es hat mir die Reise erheitert. Ich habe die Ablenkung genossen. Ah ja. Wenn sich Militärstrategie und Sith-Zeitvertreib derart verbinden lassen, war es ein guter Tag. Aber meine Worte sind belanglos. Schon bald werdet ihr unsere Heimatwelt erreichen und mit eigenen Augen sehen, wofür ihr kämpft. Das sollte inspirierend sein. Genießt den Rest eurer Reise. Kiran Ende. Ah ja. Jo. Warum war bei Kim Wahl denn jetzt so ein bisschen Minuspunkte gekriegt? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. So. Ich fliege uns dann mal zurück. Achso, nee, du musst auch. Ja, ne? Ja. Ah, ich durfte drücken. Das sieht genauso aus wie vorher. Oh, die Ladebildschirm. Viele Ausrüstungsgegenstände können mit Gegenstandsmodifikationen verbessert werden. Aha. Mit einem Sicherheitstoken kannst du dein Konto schützen und jetzt außerdem Zugang zu exklusiven Gegenständen bei den Sicherheitshändlern im Spiel. Ui. Na, das sind doch mal Nachrichten. Ob es hier Lebercast gibt? Oh mein Gott. Ein Schenkelklopfer, nicht? Oh, was hier? Oh, was kriegen wir? Einfache Auszeichnung und Abonnenten. Ja, ich bin noch. Ah, jetzt bin ich im Ladescreen. Achso. Wäre das ein ungesicherter Prototyp-Lagerkasten? Ja, tolle Wurst. Ist aber echt ein bisschen blöd mit dem Abonnentenkrams hier, muss ich ja ehrlich sagen. Finde ich ein bisschen mies, dass auch noch angezeigt wird. Wenn du Abonnent wärst, dann könntest du dies, dann könntest du das. Ja, damit du Abonnent wirst, ganz klar. Ja, ja, so, ja. Wo sind wir denn jetzt hier? Auf Käse Island oder so ähnlich. Mal's Gaskorb. Oh, das war jetzt. War ich nicht. Ich weiß nicht, wollen wir nicht die Mikros offen lassen, wenn wir zusammen in einem Gespräch sind? Können wir machen. Da könnte man sich doch ein bisschen drüber austauschen. Man muss ja nicht sabbeln, während er sabbelt. Aber nee, das müssen wir ja andrücken. Aber ich weiß nicht, schau mal kurz schnell auf die Uhr. Ne, wir haben noch 5er haben wir noch. 5er haben wir noch? Ja. Anmeldung. Jorst Minsk Arias Sismos. Ruhe, Leibwächter. Spar dir das Gezische für deine Art. Nun zu euch, Sklave. Stellt euch das Kotia besser nicht in den Weg. Ihr habt euren Schwächling von Schüler geschickt, um mich zu töten. Scheinbar habe ich mir nicht genug Mühe gegeben. Ich werde diesen Fehler nicht ein zweites Mal begehen. Überbringt eurer Meisterin eine Nachricht von mir. Ich beobachte sie und ich weiß Bescheid. Sagt ihr das? Ich weiß,
von ihren Plänen hier auf Drom und Kaas. Ihr und eure Meisterin habt es bis hierher geschafft. Aber nun endet es. Ich allein besitze den Schlüssel. Richtet ihr das aus? Ihr und eure Meisterin habt keine Zukunft hier auf Drom und Kaas oder im Orden der Sith. Richtet das aus. Und jetzt aus dem Weg. Was denkt ihr? Könnt ihr ihn verzehren? Jani Bragais, uns in Freistub Najal. Ha! Narren! No. 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 Hallo. Wolltest du auch, dass dein Begleiter ihn verzehrt? Hm, das ist aber schlecht für die Verdauung. Ja. So, was ist hier? Was ist hier? Hallo? Hallo? Ach, hier. La 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 la. Du 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 du. Haben Sie verbotene, ne? Und so, hier, Zolldruide. Leg mal hier deine Waffen ab und die Kippen, die du hast mitgehen lassen. Bitte werfen Sie eine Münze ein. Oh, was ist das denn hier? Hier können wir rein. Sollen wir auch hier rein? Das sieht irgendwie nach Story-Hilfe. Hangar des Sith-Inquisitors. Aber da ist, sollen wir jetzt gerade noch gar nicht hin. Ich bin nicht qualifiziert beizutreten. Steht da. Ich auch nicht, okay. Ja, dann sind wir nicht qualifiziert. Ist zwar grün, aber bestimmt gleich. Ja. Oh, das ist aber sehr hier. Statuen. Oh, ich sehe schon wieder eine Quest. Was ist das denn da? Hier an der Seite, ich bin dran. Waffenhändler. Ah, bei dem können wir verkaufen und reparieren. Das trifft sich gut. Womit kann ich die... Reparatur, alles. So, was hat denn der hier? Ungesicherte Premium-Nebenhandkasten. Enthält einen zufälligen Nebenhandgegenstand. Enthält eine... Was? Keine Waffe? Nein, das ist aber doof. Vibro-Schwert. Nee, der hat hier aber nur Mist. Ey, der... Dein Begleiter steht hier mit dem Käsefüßen auf der Theke. Lass das mal. Verkaufen. Haben wir Post? Ich weiß es nicht. Nein, haben wir nicht. Hier ist eine Queste. Moment, ich bin gleich dabei. Oh, hier geht's raus. Oh, schick, schick. Oh, hat er noch was zu verkaufen? Verkaufen hier? Nö. Wo bist du? Ich guck doch nur. Hotze, du warst nie für mich da. Waffen, warum kann ich die nicht jederzeit wiederkommen? Na gut. Entschuldige. Mein Sith Lord, Lieutenant Mallowy, darf ich euch um einen Moment eurer Zeit bitten? Du darfst mich vor allen Dingen um einen BH bitten. Leck mich am Arsch, ey. Entschuldigung. Fleht ihr mich auch gebührend an? Das könnte mich milde stimmen. Wenn ihr es wünscht, ich bitte demütigst mit euch sprechen zu dürfen. Na, geht auch damit besser. Wir beide dem Imperium dienen können. Ihr habt euch einen Moment meiner Zeit verdient, Lieutenant. Ich hoffe, das ist es wert. Lord Kress trifft sich momentan mit dem Kriegsminister, um Empfehlungen zu geben, wie und wo wir als nächstes gegen die Republik vorgehen. Ich habe seine Berichte vorbereitet, aber er verlangt auch nach einem persönlichen Gespräch mit jemandem, der an den letzten Kämpfen teilgenommen hat. Dann habt ihr also nicht an den letzten Kämpfen teilgenommen. Ich war die letzten 6 Monate auf Drom und Kaas eingeteilt. Und die Galaxis verändert sich schnell. Bitte sorgt dafür, dass diese Dokumente rasch zu Lord Kress in der Zitadelle gelangen. Nur mit der Einsicht und der Weisheit der Sith können wir hoffen, diesen Krieg zu gewinnen und die verhasste Republik für immer zu besiegen. Natürlich. Ah ja.
Ja, und ich würde sagen, es ist mal wieder soweit. Ich werfe hier noch mal einen kurzen Blick hinaus. Wo ist meine Kettensäge? Ob wir uns hier auch ein Lagerfeuer bauen können? Wir craften uns eine Hütte. Nein. Ja, stimmt. Lurche waren ja gerade auch schon da. Naja. Die Zeit ist mal wieder gegen uns. Genau. Aber wir haben uns schon tapfer geschlagen. Wir haben Drum und Kars erreicht und machen uns jetzt auf den Weg nach Kars City zur Hauptstadt. Ui. Aber ich fürchte, wir werden keinen direkten Weg nehmen. Nein, das bezweifle ich. Dann eben nicht. Schreckensbarbie, da vorne ist Schreckensbarbie. Oh mein Gott. Wo ist Schreckensken? Schreckensbarbie. Eine Siften, also Kopfgeldjägerin sieht das aus, ne? Oder? War das sie? Ja. Würde ich, bestimmt. Solltest du irgendwann mal zuschauen? Hallo Schreckensbarbie. Was zum Teufel? Okay. Moment. Nein, da gucke ich weg, das will ich nicht sehen. Was zum Teufel war das? Denn sonst muss ich nicht. Auch? Was? Komm zurück! Tremors. Ein oh Raketenwurm. Oh. Igitt. Okay. Ja, gut, ja, mit diesen Eindrücken verabschieden wir uns für heute, denke ich mal. Und die Frau, die in einem Loch verschwunden ist, das ist. Ja. Naja. Na. Alles klar, ich sag bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.